Russland mit seiner Geschichte und Kultur, seinem besonderen Zauber, seinen Menschen, Traditionen und Bräuchen. Seit einigen Jahren kommt all dies Südtirol immer näher. Denn die Provinz Bozen fördert Beziehungen, Austausch und Kontakte auf kultureller und wirtschaftlicher Ebene. Lokaler Bezugspunkt ist der Verein Borodina in Meran, bekannt auch als Zentrum zur Förderung der Beziehungen zwischen der autonomen Provinz Bozen und Russland. Eine russisch-Südtiroler Initiative. Die ausgezeichneten Beziehungen zwischen herausragenden Persönlichkeiten der Provinz Bozen und Russlands unterstreichen die Bedeutung des Projekts Borodina. Vor einiger Zeit war Jakunin in Meran ein Kuraufenthalt und dabei hat er irgendwie eine halb verfallene Kirche oder irgendein Zentrum gesehen und der hat sich näher interessiert und ist draufgekommen, dass das ein altes russisches Kulturzentrum ist, das vor ungefähr 100 Jahren hier funktioniert hat. Er wollte das wieder zum Leben rufen, ist deshalb zu mir gekommen und wir haben gemeinsam versucht, hier eine Vereinigung aufzubauen, die Aufgabe hat, hier ein Kulturzentrum zu errichten, das vor allem sich bemühen sollte, auf wirtschaftlichem Gebiet, auf kulturellem Gebiet, aber auch in anderen Bereichen, was Sprachen anbelangt, zusammenzuarbeiten, vor allem auch die Universitäten und so weiter. Wir haben in der Zwischenzeit mehrere Sitzungen bereits gehabt, wir haben einige Programme bereits durchgeführt. Wirtschaftstreibende von uns sind nach Russland gefahren und auch umgekehrt. Ich war selber in Kamtschatka und auch in Altai. Wir haben entsprechende Verträge für die Zusammenarbeit unterschrieben. Ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit recht gut funktioniert. Das erste Beispiel ist, dass ein Zug wieder eingerichtet worden ist mit einem eigenen Waggon, der von Russland bis nach Bozen und der Waggon bis nach Meran fährt. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, es ist ein Beginn, aber man kann hoffen, dass sich diese Zusammenarbeit auch entsprechend ausweiten lässt. Ziel des Vereins Borodina ist die Koordination und Weiterentwicklung der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen, die schon in der Vergangenheit Russland und die Provinz Bozen verbunden haben. Für mich ist eine große Ehre und zugleich eine große Verantwortung, Direktor des russischen Zentrums Borodina zu sein. Das russische Zentrum ist eine junge Organisation und von anderer Seite hat eine lange Geschichte in Südtirol. Das kulturelle Erbe ist einer der wichtigsten Momente, um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der autonomen Provinz Bozen und Russland. Unser Ziel ist, weiterentwickeln die Beziehungen kulturelle, wissenschaftliche, soziale, politische zwischen Provinz Bozen und Russland. In diesem Sprachprojekt wir möchten das ein bisschen russische Sprache zu lernen. Und diese Sprache hilft natürlich auch wie jede Sprache besser Kultur und Tradition von einem Land kennenzulernen. Eine zentrale Aufgabe des russischen Zentrums Borodina ist die Förderung der russischen Sprache. Wir wollten wissen, wer das Zentrum besucht, wer die russische Sprache erlernt und wer diesen Menschen das Vergnügen, Russisch zu lernen, näher bringt. Auf SDF können Sie in deutscher Sprache an speziellen Kursen teilnehmen und so dieser faszinierenden Kultur näher kommen. Es ist wichtig, weil wir eine alte Tradition auffrischen. Die Borodina hat eine große Tradition im Iran, Mittelpunkt für viele russische Bürgerinnen und Bürger, die jetzt immer vermehrt zu uns kommen. Aber es ist wichtig für die wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem großen Reich mit 17 Millionen Quadratkilometern, mit einer ganz fantastischen regionalen Ebene, wo wir so viele Parallelen zu Südtirol finden, Gebirge, Flüsse. Die Themen des Umweltschutzes kommen dort auf. Energie, Tourismusaustausch. Ich glaube, in dieser Zusammenarbeit liegt viel, viel Zukunft. Das russische Zentrum Borodina hat seinen Sitz in Meran im charmanten Palais Esplanade am Sandplatz, im Herzen der Stadt. Einer Stadt, die die hier anzutreffende russische Kultur schon immer als Bereicherung für die Allgemeinheit betrachtet hat. Wir haben in Meran eine große Tradition in der Vergangenheit. Schon dieser Sprachencampus hat ja doch immer wieder zwischen 30 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Und wenn jetzt Sprachkurse über Fernsehen also zugänglich gemacht wird, ist das doch eine weitere Entwicklung, die russische Sprache, Kultur, auch diesen Austausch zu fördern.
Wir haben ja im Iran Sitz der neu gegründeten Stiftung Borodina. Und das ist sicher ein guter, wichtiger Beitrag auch wieder in die Zukunft, wo diese Gemeinschaft, besonders in diesem Jahr 2011, wo ja die Freundschaft Russland-Italien hier propagiert wird und wenn Meran hier dazu beitragen kann, das zu fördern, freut uns sehr. Das russische Zentrum Borodina wurde offiziell am 9. Juni 2009 eröffnet und kümmert sich um die Beziehungen zur russischen Gemeinde in Südtirol. Bedeutend ist auch der Kulturverein Russ, der sich seit jeher aktiv für die Förderung und Verbreitung der russischen Kultur einsetzt. Das Zentrum Borodina engagiert sich im Bereich der Kunst und Kultur, der Wissenschaft und Bildung, im sozialen Bereich, wie auch in den Bereichen Sport und Erholung, Tourismus und Wirtschaft. Veranstaltungen in Südtirol und in Russland, Seminare, Kongresse. All dies gehört zur Tätigkeit des russischen Zentrums Borodina. Урок первый. Lektion 1. В этом уроке вы узнаете буквы русского алфавита и научитесь читать по-русски. Здравствуйте, я Лина, я учитель. Привет, я Томас, я студент. Здравствуйте, ist aber ein schwieriges Wort. Ja, ein bisschen. Es ist einfacher, aber sich zu merken, wie man das Wort ausspricht, als die einzelnen Buchstaben zu lesen. Ah, ich verstehe. Здравствуйте. Naja, aber привет lässt sich viel leichter aussprechen. Ja, du hast recht. Und здравствуйте verwendet man nur bei der Höflichkeitsform. Ah, ich verstehe. Sind alle russischen Wörter so schwierig zu lesen? Nein, natürlich nicht, wenn man das russische Alphabet kennt. Ich verstehe. Wie sagt man Mutter auf Russisch? Mama. Und wie sagt man Vater? Papa. Ah, ist doch ganz einfach. Jetzt habe ich richtig Lust, das russische Alphabet zu lernen. Gut, also beginnen wir mit den Vokalen heute. Im Russischen gibt es 10 Vokale. A, Автобус. I, Икра. O, Окно. U, Universität. E, Elektrik. Ö, Sir. Sind die unten stehenden Vokabeln besondere? Ja. Je, jo, ju, ja, das machen wir das nächste Mal. Gib acht. O wird nur so ausgesprochen, wie er betont ist. Und wenn er unbetont ist, sagen wir A. Akno zum Beispiel. Ach so. Wie viele Buchstaben hat denn das russische Alphabet? 33 Buchstaben. Ah, und davon sind 10 Vokale. Ja. A, Автобус. I, Икра. O, Окно. U, Universität. E, Elektrik. Ö, Сыр. Und dann gibt es noch die Konsonanten. Sind diese schwierig auszusprechen? Nein, nein, eigentlich nicht. Fangen wir mit den ersten 3 Buchstaben an. Diese sind fast gleich wie im deutschen Alphabet. K, Kot. M, Москва. T, Tom. Du hast recht, das ist wirklich nicht sehr schwierig. Gibt es noch andere ähnliche Buchstaben? Ja, aber jetzt müssen wir aufpassen. Die folgenden 8 Buchstaben sind uns zwar vom Klang her bekannt, die kyrillische Schreibweise ist jedoch eine andere. Können wir ein paar Beispiele sehen? Natürlich. B. Banan. G. Город. D. Дом. Z. Zoopark. J. Tramvai. L. Lampa. P. Park. F. Football. Super, ich kenne jetzt schon 21 Buchstaben. Aber wie spricht man die restlichen aus? Das erfahren wir das nächste Mal. До свидания. Пока, bis zum nächsten Mal.